Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Miknaufs Daily. Ja, im Thema Software, da gibt es natürlich viele, viele Unternehmen. Ja, letzte Woche habe ich Ihnen mal das Unternehmen Nemetschek vorgestellt. Die arbeiten für Architekten, für Ingenieure, für alles das, was mit zum Bauen gehört. Das heißt also hier ganz klar natürlich die Optimierung von Bauten, das heißt für Architekten, für Ingenieure. Aber heute habe ich mal ein anderes Unternehmen für Sie ausgegraben, und zwar eins, das sich halt eben ganz klar darunter sieht, wo man halt eben Arbeitskräfte möglichst gewinnbringend einsetzt. Das heißt, wenn Sie jetzt Unternehmer wären, ja, dann wollen Sie ja, dass die Arbeitskräfte, die Sie bezahlen, dementsprechend dann auch gewinnbringend eingesetzt werden, dass die natürlich genau für diesen Bereich die richtigen und die richtige Masse an Mitarbeitern natürlich haben und vor allen Dingen, dass diese Mitarbeiter dann auch die richtige Qualifikation mitbringen und vor allen Dingen natürlich auch, wenn es um die Abrechnung geht, bei Überstunden, sogenannten Leerlaufzeiten oder halt eben Sonderschichten, das alles wollen Sie natürlich ganz klar optimieren als Unternehmer, denn letztlich, wenn Sie optimieren, können Sie sparen und wer will als Optimierer nicht dementsprechend dastehen. Das heißt also, als Unternehmer müssen Sie optimieren, damit auch dementsprechend dann Ihre Kasse stimmt. Und das vor allen Dingen natürlich gerade in wirtschaftlichen Schwächephasen. Da wollen Sie natürlich ganz klar die optimale Besetzung für halt eben Ihren Job rausgeben. Das heißt also, Lösungen für Arbeitszeitmanagement, Geschäftsprozessmanagement oder Personaleinsatzplanung, ja, die brauchen Sie per Software. Und wer macht Ihnen diese Software? Ja, das kleine, aber feine Unternehmen Atos. Atos ist auf Software zur Optimierung von Personalressourcen, dem sogenannten Workforce Management, ganz klar spezialisiert. Und das nicht erst seit gestern. Ja, die Firma ist 1987 gegründet worden von Andreas Obereder. Der hat damals die sogenannte Atos Software GmbH gegründet. Die wurde dann halt eben in den Folgejahren als Aktiengesellschaft umgebildet und kam dann zu Zeiten des neuen Marktes, 99 respektive 2000, an die Börse. Also da hält man sich dann doch relativ lang. Also noch ein Unternehmen aus neuen Marktzeiten. Aber der Bereich halt eben der Personaleinsatzplanung, der wird ja auch nicht weniger, sondern der wird ja mehr. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Riesenunternehmen mit Tausenden von Mitarbeitern. Ja, wie wollen Sie das dann alles noch machen? Damals mit händisch, das heißt also alles in Bücher eintragen? Nein, sicherlich nicht. Das wollen Sie ganz klar optimieren. Da wollen Sie natürlich, wie gesagt, den richtigen Mann am richtigen Ort, beim richtigen Job, zur richtigen Zeit haben. Und das alles kann natürlich ganz klar durch Software dementsprechend angepasst und verbessert werden. Ja, mittlerweile Atos Software hat den Hauptsitz in München, aber man hat natürlich logischerweise auch Betriebsstätten mittlerweile in Berlin, Frankfurt, natürlich Hamburg, Stuttgart und halt eben Meerbusch und Utrecht. Naja, und wenn man sich die Aktie mal anschaut, da muss man sagen, an der Börse läuft es für Atos wie geschnitten Brot. Auf 5 Jahre hat die Aktie hier 265% gut machen können. Auf 3 Jahre immerhin noch 112%. Und das ist doch schon mal jede Menge Geld. Und mir geht es ja immer wieder darum, das betone ich ja, Sie als langfristig orientierten Anleger dementsprechend nach vorne zu bringen. Nicht ins kurze Daytrading-Geschäft, nein, in die Langfristigkeit. Und da bleibt Atos doch ganz klar auf Wachstumskurs. Mal die Auftragslage, das haben wir dieses Jahr gehört, die hat sich massiv verbessert, vor allen Dingen bei den Software-Lizenzen hat sich das Auftragspolster noch mal mehr aufgebaut und dementsprechend geht man unverändert aktuell im Hause Atos von der Fortsetzung der Umsatz- und Ergebnislage dementsprechend auch. Und eines, und da bin ich ja auch immer wieder bei Ihnen, meine Damen und meine Herren, das Thema Dividende. Also auch Dividenden, sogenannte Schnäppchen oder Dividendenjäger, kommen bei Atos nicht zu kurz, muss man sagen. Neben der Dividende von 95 Cent, die man aktuell bezahlt hat, gab es zusätzlich auch noch eine Sonderdividende, die ausgeschüttet worden ist, nämlich von 1,85 Euro. Also
Also da fühlen Sie sich doch als Aktionär wohl und ordentlich betreut und bedient. Und das Thema Personalressourcen, Management, wie gesagt, Geschäftsprozessoptimierung, ja, das wird doch eher in Zukunft zu als abnehmen. Da sollten Sie mir doch dementsprechend beistimmen. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wenn wir wirtschaftliche Schwächephasen erleben, ja, dann geht doch jeder Unternehmer hin und sagt, was kann ich denn noch an der Stellschraube drehen, was kann ich noch verbessern? Und da holt man sich dann die Atos Software ins Haus und kann dementsprechend dann nochmal fein nachjustieren. Also Atos sicherlich auch ein Unternehmen, was Sie mal in den näheren Blick hineinnehmen sollten. Das war Micknaufs Daily. Bleiben Sie mir und der Börse gewogen.